Erstens einmal sich schonen, ganz, ganz wichtig. Natürlich nicht hinausgehen, zu Hause bleiben. Möglichst viel liegen, immer wieder aufstehen, in der Wohnung oder im Haus herumgehen. Sich beobachten ist ganz wichtig. Öfters Fieber messen, auch nicht übertreiben, aber zweimal, dreimal täglich und aufschreiben. Ganz wichtig, dokumentieren. Bei Schnupfen können Sie Schnupfenspray nennen oder Tropfen, die sehr, sehr gut helfen. Und immer wieder mit dem Arzt, mit der Ärztin in Verbindung bleiben und den Verlauf bitte berichten. Was mache ich, wenn ich nicht alleine wohne? Das ist eine große Herausforderung. Wenn Sie mit Leuten in einer Wohnung wohnen oder in einem Haus und die anderen sind nicht infiziert, dann sollten Sie möglichst einen eigenen Raum bekommen, wenn es möglich ist, und dort wohnen, schlafen und essen. Bei Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern müssen beide Seiten einen Schutz, Nasen-Mundschutz tragen, also eine Maske tragen, ganz, ganz wichtig. Öfters Hände waschen natürlich, sehr wichtig, gründlich, 20 Sekunden, möglichst 30 Sekunden. Und die Mahlzeiten sollen unbedingt auch getrennt eingenommen. Die sanitären Anlagen, die gemeinsam benutzt werden, müssen regelmäßig gereinigt werden, wenn es möglich. Öfters am Tag. Die Türschnallen müssen auch öfters am Tag gereinigt werden, wenn möglich desinfiziert werden. Fieber ist sehr oft dabei und nicht selten auch ein hohes Fieber. Vom behandelnden Arzt oder Ärztin haben Sie wahrscheinlich schon Medikamente verschrieben bekommen. Bitte nehmen Sie es so ein. Ein gutes Mittel ist, was auch gut vertragen wird, heißt Paracetamol. Mit der Rücksprache mit Ihrem Arzt, Ärzten können Sie auch dieses Mittel nehmen. Bei anderen Mitteln bitte vorsichtig sein. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt und Ärztin. Husten ist auch sehr oft dabei bei dieser Erkrankung. Es gibt sehr gute Mittel, die sehr gut wirken, pflanzliche Mittel zum Beispiel. Hustentee können Sie in der Apotheke besorgen. Hustenpastillen immer mit der Rücksprache mit dem Arzt, der Ärztin. Wenn der Husten schlimmer wird, sehr trocken ist, dann können Sie von Ihrem Arzt oder Ärztin besondere Medikamente verschrieben bekommen, die den Husten auch lindern. Und bei Atemnot, wenn Sie Schwerluft bekommen, wenn Sie kurzatmig sind, öfters atmen müssen, dann unbedingt Ihren Arzt oder Ärztin anrufen, wenn es notwendig ist, auch die Rettung. Die helfen sehr, sehr gut. Lüften ist wichtig, täglich öfters die Räumlichkeiten lüften und möglichst in frischer Luft mehrmals tief ein- und ausatmen. Das hilft Ihnen, Ihre Lungenkapazität hochzuhalten. Und Atemübungen tief ein- und ausatmen hilft auch psychisch sehr, sehr gut und erleichtert. Es ist wichtig, sich zu beobachten, wenn Sie sich trotz der Behandlung schlechter fühlen, wenn Sie eine Atemnot haben, kurzatmig sind, öfters einatmen müssen, dann müssen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin anrufen und in den Notfällen auch die Rettung. Als Eltern
macht man sich klarerweise Sorgen. Bei Kindern ist es glücklicherweise sehr oft so oder meistens so, dass die Kinder einen leichteren, sogenannten milden Verlauf haben. Und die Kinder haben auch ein anderes Immunsystem, andere Abwehrmechanismen. Deshalb verläuft bei den Kindern glücklicherweise diese Erkrankung sehr positiv und mit weniger Komplikationen. Natürlich mit der Rücksprache mit dem Arzt, Ärztin können Sie auch die Medikamente so regulieren, wie es notwendig ist. Bei Fiebererhöhungen können Sie auch andere Mittel nehmen, immer mit der Rücksprache mit dem Arzt und Ärztin. Je nach Alter können Sie Ihrem Kind so erklären, versuchen, was das ist. Sie können Ihr Kind fragen, was sind die Sorgen, warum hat das Kind Angst. Und kindergerecht können Sie darüber sprechen. Kinder können auch mit Durchmalen oder Zeichnen, können Sie über Ihre Sorgen, Ängste äußern und ausdrücken, selber ausdrücken. Lassen Sie Ihr Kind zeichnen, malen oder malen Sie, zeichnen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und dann sprechen Sie darüber. Das hilft sehr. Es gibt auch von der Stadt Wien und von den Kinderfreunden von UNICEF sehr gute kindgerechte Videos, die können Sie auch Ihren Kindern oder mit Ihrem Kind gemeinsam anschauen. Das ist eine große Herausforderung, eine herausfordernde Zeit. Wir stehen alle vor einer großen Prüfung. Wir werden das gemeinsam mit Zusammenhalt gemeinsam gut meistern und wieder unsere fast gewohnte Lebensweise ausüben können.